Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook and Apple. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Mittlauer und in der heutigen Folge geht es darum, wie du dein Team oder dein Unternehmen mit den drei besten Hebeln vorantreiben kannst. Punkt 1, Unternehmer, Manager oder Fachkraft. Und zwar im 1982 entwickelte ein britischer Ökonom erstmals das Modell der Unternehmeraufgaben. Im Jahr 2001 wurde das Modell von John Cotter nochmal modifiziert. Aber was sind die Aufgaben der jeweiligen Position? Oder handelt es sich vielleicht um eine Person mit drei verschiedenen Aufgaben und machst du vielleicht den ganzen Tag einfach das Falsche? Stell dir vor, dass du dich mit deinem Team durch den Urwald kämpfen musst. Die Fachkraft ist die Person, die mit Hilfe einer Machete den Weg frei kämpft. Der Manager ist der Leiter der Fachkräfte und kümmert sich darum, dass die Person an vorderster Front mit der Machete durchgehend ausgetauscht wird, somit sich die anderen in dieser Zeit erholen und stärken können. Der Unternehmer klettert alle 100 Meter auf einen Baum und gibt die Richtung vor. Warum ist das jetzt so wichtig? Um sich zukünftig nur noch um die Unternehmeraufgaben kümmern zu können, musst du eine Liste anfertigen mit allen Aufgaben, die du aktuell noch bearbeitest. Nutze dabei gerne deinen Kalender und schau dir zum Beispiel mal das letzte Quartal an. Nun schreibst du alle Aufgaben auf, notierst dahinter den Zeitaufwand pro Woche und schreibst wiederum dahinter folgende Buchstaben. M für Manager, U für Unternehmer oder F für Fachkraft. Und nun rechnest du die Zeit zusammen, die du dafür benötigt hast, die nach dem jetzigen Modell keine Unternehmeraufgaben sind. Und wenn du jetzt diese Zeit streichst, kannst du dir die Frage stellen, würde diese Zeit jetzt reichen, um die Aufgabe zu vervollständigen? Immer wieder stelle ich, wenn ich Unternehmen berate, fest, dass viele Führungskräfte vorher die besten Fachkräfte waren und deswegen befördert worden. Und genau das ist halt oftmals das Problem. Denn nur weil jemand die beste Fachkraft ist, ist er nicht die beste Führungskraft, nicht der beste Teamleiter, der beste Abteilungsleiter oder. Denn ja, umso mehr Personal dazu kommt, umso ganz andere Aufgaben entstehen. So wird also der Fachkraftaufgabenanteil vielleicht, der vor 100% war, jetzt nur noch 50%. Und dafür kommen dann andere Aufgaben wie Mitarbeitergespräche, Coaching, Prozesse optimieren, und das liegt vielen einfach nicht. Und das siehst du halt, wenn du jetzt versuchst, diese Cluster zu bilden, und vielleicht bist du Gründer oder Unternehmer und guckst du jetzt deine B- oder C-Berichtslinie an, wirst du vielleicht feststellen, dass du so einen Engpass hast. Und wenn du hier Personen wechselst, hat das eines der größten Hebel für dein Unternehmen, die du dir überhaupt noch vorstellen kannst. Wichtig dabei finde ich, ich bin kein Freund von der These, dass die Führungskraft immer mehr verdienen muss als die Fachkraft. Denn man kann auch Fachkräfte loben, indem man denen einen Expertenstatus zuweist, indem der vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommt, indem er einen offiziellen Titel bekommt wie ERP-Spezialist oder. Und du wirst feststellen, dass das keine Degradierung ist, sondern dass langfristig alle viel, viel glücklicher damit sind, weil sie die Aufgaben machen, für die sie auch wirklich geschaffen sind. Jetzt kann das sein, dass du das mal ausgerechnet hast und siehst dann zum Beispiel 20 Stunden die Woche Meetings, 13 Stunden mit Fachkraftaufgaben, 6 Stunden, um die Engpässe anderer zu lösen und einfach wenig Zeit für Unternehmeraufgaben, oder im schlimmsten Fall hast du nicht mehr Pausen drin. Und oft kommt jetzt halt so ein bisschen das Zitat, die Mitarbeiter haben keine Zeit, meine Aufgaben zu übernehmen. Die sind überlastet und brauchen mich. Also, wichtig ist, du musst jeden Engpass lösen. Als erstes musst du alle Aufgaben definieren, die von Fachkräften übernommen werden sollte. Hierfür wird es notwendig sein, als nächste Hausaufgabe einfach Ablaufpläne, Arbeitsanweisungen, Kompetenzen, Checklisten und Prozesse zu definieren.
Das wird dir einfach ermöglichen, diese Aufgaben mit der gleichen Qualität an, ja, deine Fachkräfte abzugeben. Du kümmerst dich dann nur noch um die Aufgaben des Unternehmers, sobald jemand anderes die abgegeben, also übernommen hat. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was sind die Aufgaben des Unternehmers? Ich habe mal 9 Stück zusammengeschrieben. Du kannst auch alles nachlesen in meinen beiden Büchern, Business Science oder New Work versus Deep Work. Die Aufgaben des Unternehmers sind erstens die Vision des Unternehmens, zweitens Strategie und Positionierung, drittens externe Energie und Wachstum, viertens permanente Müllentsorgung und Outsourcing, fünftens Realisierung, sechstens Entwicklung der eigenen Person, siebtens die Unternehmensübergabe, achtens Geschäftsentwicklung und neuntens Produktinnovation und Zielgruppenanalyse. So, jetzt ist es natürlich so, dass deine Mitarbeiter nicht klatschend deine Aufgaben übernehmen wollen. Da ist mir es halt bewusst, dass diese selber am Rande der eigenen Kapazität arbeiten. Daher sieht eine zweite Hausaufgabe so aus, dass du eine öffentliche Veranstaltung für deine Mitarbeiter machst und die wird Pflicht sein. Du teilst deinen Mitarbeitern mit, dass dir bewusst ist, dass diese am Rande ihrer Kräfte arbeiten, dass das Unternehmen zwar sukzessiv gesund wächst, jedoch jeder bestimmt schon ja über Flurfunk gehört hat, dass jeder mitbekommen hat, dass du ja viel zu viele Stunden investierst und viel zu, ich nenne es mal, die Mikromanager spielst. Du verkündest also, dass sich ab jetzt alles positiv ändern wird und dass du die Unterstützung deiner Mitarbeiter dafür brauchst. Jeder Mitarbeiter soll eine Woche lang seine Aufgaben protokollieren. Das dient jetzt nicht der Kontrolle, sondern wir werden ineffiziente Prozesse und nicht relevante Aufgaben eliminieren. Die Mitarbeiter sollen nicht nur die Aufgaben protokollieren, sondern auch die Zeiten dafür. Und jeder Mitarbeiter darf zusätzlich 3 Vorschläge machen, wie er die gelisteten Aufgaben optimieren würde. Diese gesamten Vorschläge würden dann auch in den nächsten Gehaltsverhandlungen positiven Einfluss nehmen. Jeder deiner Mitarbeiter wird begeistert sein. Wichtig dabei ist, dass jeder nur Sofortmaßnahmen nennen darf. Jeder Vorschlag muss das Verhältnis von Kosten zu Nutzen zu Aufwand beinhalten. Weiterhin ernennst du eine deiner fähigsten Mitarbeiter vor allen Leuten zum Risikokosten- und Prozessleiter. Was macht er? Dieser wird in den nächsten Wochen nichts anderes tun, außer die Listen zusammenzufassen. Wir werden einen neuen Termin vereinbaren, sobald die ganzen Aufgaben zusammengefasst worden sind. Also, der Unterschied ist ganz simpel. Stell dir vor, der Arzt sagt zu dir, dass du nur noch ein Jahr leben wirst. Für welche Aufgaben möchtest du zukünftig noch Zeit haben? Was musst du organisieren? Nun nehmen wir hypothetisch an, dass sich dein Krankheitszustand verschlimmert und deine Lebenszeit sich auf 6 Monate reduziert. Auch hier stellst du dir wieder die Frage, welche Aufgaben möchtest du zukünftig erledigen und was musst du organisieren? Nun hast du die Antwort auf das, womit du dich ausschließlich als Unternehmer auseinandersetzen solltest. Die Fachkraftaufgaben kann ich ja leicht an andere übergeben, aber vielleicht stellst du dir immer noch die Frage, was ist mit den Manageraufgaben? Der Unternehmer arbeitet ja am Unternehmen, der Manager im Unternehmen. Der Unternehmer ist ausschließlich mit der Entwicklung beschäftigt und kümmert sich um das Networking. Den gesamten Rest verantwortet der Manager. Und falls du jetzt erwiderst, dass du keinen Manager hast, ja, dann such dir einen. Und falls du jetzt sagen möchtest, dass du dafür kein Geld hast, dann liegt die Lösung auch schon parat. Der Manager muss sich sein Gehalt selber refinanzieren und Vorschläge machen, nachdem er zum Beispiel ein 2-wöchiges Praktikum bei dir gemacht hat und die Bilanz von dir ausgewertet hat, wie er sein Geld refinanziert. Aber gerne erkläre ich einfach den Unterschied nochmal detailliert. Der Unternehmer kümmert sich um die zukünftigen Kunden, der Manager um die bisherigen. Der Unternehmer kümmert sich um die Strategie und um die Lösung von Kundenbedürfnissen, der Manager dagegen um die Organisation, die Motivation und die Erreichung von strategischen Zielen durch Nutzung realer Kapazitäten. Der Unternehmer erkennt neue Chancen, der Manager koordiniert die Aufgaben dafür. Der Unternehmer schafft Rahmenbedingungen, der Manager schafft die dafür notwendigen Prozesse.
Der Unternehmer legt Prinzipien fest, der Manager kontrolliert diese. Der Unternehmer behält immer die Weitsicht, der Manager schaut auf die kurze Distanz. Das ist so kurz und zusammengefasst. Und jetzt kommen wir auch nochmal zum Pareto. Also, wir haben ja jetzt herausgefunden, was deine wirklichen Aufgaben sind. Also, was sind deine Aufgaben? Und jetzt musst du dir natürlich die Frage stellen, welche dieser Aufgaben mache ich zuerst? Und das ist eine tägliche Entscheidung. Ich sehe das bei uns in meinen Teams immer wieder. Ich habe ja auch viele, viele Leute, für die ich verantwortlich bin. Und es kann sein, dass wir einen Plan, den wir vor einem Monat gemacht haben, heute schon wieder über den Haufen werfen müssen. Und um mich zu fokussieren, hilft einfach das dreifache Pareto-Gesetz. Also, das Gesetz besagt, dass 20% Input für 80% Output verantwortlich sind. Das ist das einfache Pareto-Gesetz, aber so gut wie keiner verwendet das Dreifache. Im Unternehmen könnte dies bedeuten, dass zum Beispiel 20% deiner Kunden für 80% aller Umsätze verantwortlich sind. Oder umgekehrt, dass 20% deiner Mitarbeiter für 80% der Leistung verantwortlich sind. Dass 20% der Kostenstellen für 80% der Aufwendung verantwortlich sind. Und so weiter. Das Ganze stammt von Wilfrido Pareto, der hat bis 1923 gelebt und der hat das Prinzip entwickelt, als er die Ernte seines Gartens auswertete. Er untersuchte ja seine Hypothese mit Hilfe von vielen Annahmen, die das Prinzip immer wieder bestätigen. So befinden sich 80% des Bodens weltweit in Händen von 20% der Bevölkerung. Im Jahr 1980 wurde festgestellt, dass 20% der Bevölkerung 82,7% des Weltvermögens besitzen. Es gibt halt noch verschiedene Metriken in dieser mathematischen Gleichung, wie Quantine, Teilindex und A-Fraktile. Damit könntest du das mathematisch noch besser beweisen, aber würde jetzt zu komplex werden. Was kannst du jetzt damit anfangen? Nun könntest du dieses Gesetz auf alle Kostenstellen und Abteilungen anwenden. Wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter. Wir nutzen das dreifache Pareto-Gesetz. So bilden wir das 80-zu-20-Verhältnis der 20%-Regelung. Nun sind wir wieder einen Schritt weiter und machen das Ganze nochmal. Was bringt dir das jetzt? Daraus ergibt sich, dass 1% für 51% verantwortlich sind. Zum Beispiel sind 1% deiner Kunden für 51% deines Umsatzes verantwortlich. Und ich schwöre dir, wenn du deine Kostenstellen oder deine Umsätze analysierst, wirst du eine fast identische Tendenz bekommen, denn dieses Gesetz greift immer. Die Frage, die man sich danach stellen kann, ist, möchte man sich um die 1% der Kunden kümmern, die für 51% des Umsatzes verantwortlich sind? Oder willst du dich um die 99% deiner Kunden kümmern, die für 49% deines Umsatzes verantwortlich sind? Grob zusammengefasst, ich habe mal jemanden beraten, Küchenstudio, und habe mir mal angeguckt, was wir da ermittelt haben. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass die beste Küche, die das Küchenstudio hergestellt hat, nachdem die Bestandsdaten ausführlich analysiert wurden, ausschließlich von Singles gekauft werden, die ein Budget, respektive eine Kaufkraft von mehr als 4.000 Euro netto haben. Also haben die sich beim Bewerben der Küche auf eine völlig falsche Zielgruppe fokussiert. Denn die psychografische Zielgruppe legt extrem viel Wert auf Qualität, Reputation und ein modernes Schwarz-Weiß-Design. Also haben die viel zu viel Geld bei der Werbung für Streuverluste ausgegeben. Und genau mit so welchen Mitteln kannst du halt das Gesetz anwenden. Jetzt kommen wir nochmal zum Punkt 3, nämlich ist es überhaupt möglich, sich zu fokussieren. Das heißt, du weißt, welche Aufgaben du machen musst, du kannst sie jetzt aktuell priorisieren und jetzt willst du sie effizient abarbeiten. Dafür kommt das fokussierte Arbeiten. Deine Fachkraftaufgaben hast du ja zum Beispiel an einen Dritten übergeben und jetzt ist halt die Frage, wie löst du deine Engpässe konzentriert? Um zukünftig fokussiert arbeiten zu können, ist es halt wichtig, im ersten Step zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert.
deswegen, ich bin ja auch als Privatdozent unterwegs für neuronales und also neuronales Marketing, aber auch Verkaufspsychologie, weil ich mich immer wieder versuche, mir selber zu erklären, wie das Gehirn funktioniert. Und das sollte, glaube ich, jeder Mensch verstehen. Ich glaube nämlich, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich zu fokussieren und so das Maximale aus seinem Gehirn rauszuholen. Ich glaube nicht, dass Multitasking funktioniert. Das sagen übrigens die meisten wissenschaftlichen Studien. Ich bin selber Kraftsportler und bin deswegen begeistert von einem Beispiel, nämlich von Eddie Hall. Eddie Hall ist amtierender Schwergewicht-Strongman und hält den Rekord im Gewichtheben. Er schaffte es als erster Mensch, 500 Kilo aus dem Kreuz zu heben. Aber die Frage, die ich mir halt immer stelle dabei, ist, wie hat er sich darauf vorbereitet? Natürlich essen Kraftsportler 10.000 Kalorien pro Tag, stoffen natürlich auch, trainieren täglich mehrere Stunden, regenerieren sich bestmöglich. Aber Eddie Hall hatte eine absolute Geheimwaffe, und zwar einen Mentaltrainer. Und zwar ließ er sich die Konditionierung seines Gehirns beibringen. Es gab dann halt einen mentalen Trainer und Eddie, und die trainierten ein Jahr lang jede Woche ungefähr so 5 Stunden im sogenannten NLP. NLP ist das neurolinguistische Programmieren. Da kann ich auch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Und dabei werden Gedanken so tief fixiert, dass sie fast real wirken. Und der Clou dabei ist, dass man bei diesem Gedanken eine Aktivität durchführt, sodass irgendwann diese eine Aktivität dazu führt, dass dieser Gedankengang herbeigeführt wird. Das Gehirn wurde konditioniert. Eddie stellte sich immer wieder vor, wie seine Kinder schreiend unter einem Auto eingeklemmt sind und die einzige Möglichkeit, sie zu retten, darin bestünde, das Auto von ihnen herunterzuheben. Und bei diesem Gedankengang drückte er immer wieder seinen Unterarm fest. Nun, beim Weltrekord machte er genau das. Wenn du die längere Version bei YouTube siehst, dann sieht man, wie er seinen Unterarm lange drückt, bevor er zum Reck geht. Und er stellte sich einfach alles bildlich vor. Dadurch wurde Adrenalin ausgeschüttet und Eddie schaffte den Weltrekord. Auch Apple hat so eine Firmenhistorie. Nämlich als Steve Jobs zurück zu Apple ging, nachdem er ein Jahr vorher rausgeworfen wurde, fokussierte er sich wesentlich mehr auf die Produkte. Und er reduzierte konsequent die 330 laufenden Produkte auf lediglich 10. Und das war der große Erfolg. Aber was passiert genau im Gehirn? Das, was passiert, nennt sich Bildung von Myelin. Dazu gibt es Professor Leroy und er stellte dazu vor einigen Jahren eine Studie vor. Dabei ergab sich, dass sich Myelin um die Synapsen bildet, die dauerhaft und regelmäßig in Anspruch genommen werden. Das periphere Nervensystem wird somit von Schwannzellen umgeben. Was hat das nun mit dem Fokus zu tun? Es verringert die elektrische Kapazität der Nervenzellmembran und erhöht den elektrischen Widerstand. Das Abwandern der elektrischen Erregung aus dem Axon in die Umgebung wird somit verhindert. Dadurch kann sich die Übertragsgeschwindigkeit der Nervenfasern signifikant steigern. Diese neuen Nervenzellen zeigen dann eine saltorische Erregungsleistung, die eine zeitnahe Impulsübertragung auch über längere Strecken gewährleistet. Kurz und knapp, die Rechenleistung nimmt zu. Fokus ist deswegen so wichtig, weil wir in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft leben. Soziale Netzwerke, Werbung, Menschen, alle wollen sie deine Aufmerksamkeit und das wollen wir verhindern. Dazu gibt es eine Studie, The Secret Life of Building Office. Hier wird von fragmentierter Aufmerksamkeit gesprochen. Diese entsteht, wenn wir eine Aufgabe A nicht zu 100% abschließen, bevor wir uns auf Aufgabe B konzentrieren. Was wurde getestet? Es wurde festgestellt, dass Aufgabe B nur zu 80% so produktiv abgearbeitet werden kann wie Aufgabe A, wenn Aufgabe A nicht zu 100% abgeschlossen wurde. Das zeigt uns, wie wichtig fokussierte Konzentration und die richtige Struktur für Zeitmanagement sind. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, New Work vs. Deep Work. Da geht es tatsächlich nur um Zeitmanagement für Unternehmer. Als erstes ist mir wichtig, dass du deine Aufmerksamkeit auf die Dinge richtest, die du jetzt gerade bearbeiten willst. Wir starten, indem wir festlegen, dass dein Schreibtisch nie mit Unterlagen überfüllt sein darf, jede Woche geputzt wird,
du dir Pflanzen eine helle Beleuchtung und geräuschreduzierende Kopfhörer zulegst. Wichtig ist mir auch, dass du dich zukünftig immer nur noch auf 3 laufende Projekte konzentrierst. Häufig kommen uns eine Vielzahl an kreativen Ideen, während wir gerade Auto fahren oder spazieren gehen. Wir sind hungrig auf diese Ideen und wollen diese schnell umsetzen. Oft vergessen wir dabei aber den Blick fürs Wesentliche und für die relevanten Themen. Daher verfolge ich den Ansatz von Alex Düsseldorf-Fischer. Der hat eine Liste mit neuen Projekten und Ideen angelegt, welche er immer irgendwann umsetzen möchte. Ich kann dir da immer einen folgenden Tipp geben, lass die Sachen immer 2 Wochen liegen und bewerte sie danach neu rational, weil oft stellt man fest, dass die Idee dann doch nicht so gut ist. Hat sich die Euphorie in der Umsetzung aber nicht gemindert, so hat die Idee einfach Potenzial. Und da gibt es 2 Regeln. Regel 1 lautet, dass man immer nur aktiv an 3 Ideen arbeitet. Regel 2 lautet, dass man nur an einer neuen Idee arbeitet, wenn 1 der 3 Projekte abgeschlossen ist. Das führt dazu, dass du dich dauerhaft priorisieren musst. Also, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, wenn du am Donnerstag wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine happy Corona-Zeit. Bleib gesund, dein Tom.